Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute möchten wir ein bisschen, oder möchte ich besser gesagt, ein bisschen über Homeworks mit euch sprechen. Ich habe nämlich ein bisschen geshoppt. Mein erstes Mal Homeworks sozusagen. Und es hatte sich ganz gut angeboten, weil es nämlich bei dem Candle Warmers Shop am Wochenende 25% Rabatt gab. Oh mein Gott! Und ja, dadurch waren die Homeworks-Kerzen also zu einem sehr guten Preis zu haben. Also Homeworks gibt es schon länger, auch auf dem deutschen Markt, aber ich habe mich tatsächlich nicht sofort mitreißen lassen und wollte erstmal gucken, ne, wie kommen die Kerzen an, sind die Leute zufrieden, sind sie nicht so zufrieden. Also ich wollte nicht direkt wieder mit aufspringen und dann feststellen, gefällt mir vielleicht gar nicht so, deswegen habe ich erstmal gewartet. Und ja, mich überraschen lassen, was ihr so zu Homeworks sagt. Und ich muss sagen, die Resonanz bis jetzt, was ich so mitbekommen habe, ist ziemlich positiv. Also Homeworks hat, glaube ich, einen ganz guten Ruf. Zumindest was das Abbrennverhalten, was die Duftabgabe angeht. Also da scheint ihr Duftnasen sehr zufrieden zu sein. Und dann dachte ich mir, okay, dann probiere ich das jetzt auch mal aus. Es gab nämlich am Wochenende 25% Rabatt bei dem Candle Warmers Shop, also bei dem Shop von Anja. Und genau, da dachte ich mir, schlag ich mal zu. Ich hatte lustigerweise an dem Tag davor schon bestellt. Da hatte ich, glaube ich, 5 Kerzen in den Warenkorb gelegt und auch bestellt. Und den Tag oder den Morgen darauf hieß es dann, ja, Geburtstagswochenende und 25% Rabatt. Und dachte ich so, na gut, dann bestellst du halt nochmal. Sodass ich dann insgesamt 9 Kerzen bestellt habe, die jetzt auch hier vor mir stehen. Ich muss sagen, mein erster Eindruck, was Homeworks angeht, ist, dass sie sehr hochwertig rüberkommen. Also als ich die ausgepackt habe und so in den Händen gehalten habe, dachte ich so, alter Schwede, die sind ganz schön heavy. Also die haben auch so ein Glas-Podest oder ja, also so, also dass die quasi auf so einem Glas-Podest sitzen. Und ich glaube, dadurch sind die so unfassbar schwer. Also ich weiß nicht, ob man den Vergleich so erkennt, aber das ist jetzt zum Beispiel ein Goose Creek 3 Dochter. Und das ist eine Homeworks-Kerze. Also von der Höhe her sind sie gleich hoch, würde ich sagen. Aber von der Breite, also die ist viel breiter und auch viel schwerer. Also die wiegt mindestens 1 Kilo, bestimmt. Also ja, also das fand ich schon mal sehr positiv. Also sie kommen sehr hochwertig daher. Ich habe mir nur die 4 Dochter geholt. Es gibt auch 3 Dochter, 2 Dochter. Ja, das war es, glaube ich. 2 Dochter, 3 Dochter und 4 Dochter. Ich habe aber nur die 4 Dochter geholt, weil die mich am ehesten angesprochen haben. Also es waren auch andere dabei, die mich angesprochen haben, aber die haben mich am meisten angesprochen. Also das waren jetzt die, wo ich gedacht habe, ja, die testest du jetzt mal, ne? Und ja, ich bin sehr gespannt. Also ich kann euch jetzt noch nichts zum warmen Verhalten sagen sozusagen. Also ich weiß nicht, wie sie abbrennen, also zumindest nicht aus eigener Erfahrung, wie die Performance ist, ne? Ob sie gut Duft abgeben und so weiter. Das habe ich, also ich persönlich habe noch keine Erfahrungswerte. Das ist jetzt nur mein kalter Eindruck sozusagen, wenn ihr versteht, was ich meine. Genau, gibt es noch was anderes zu sagen? Ich glaube nicht. Also ich habe hauptsächlich Food-Düfte gekauft, weil die haben mich einfach am meisten angesprochen. Ja, diese ganzen wässrigen, aquatischen, floralen Düfte, das ist einfach, also das war jetzt nicht so das, wo ich gedacht habe, oh ja, das musst du jetzt kaufen. Also ich habe mich wirklich eher so auf die Food-Sachen konzentriert. Und ja, ich freue mich schon so sehr, sie zu testen. Ich wollte auch noch gucken, ob die unter einen Candle Warmer passen. Wir holen mal eben meinen Candle Warmer. Ja, da bin ich wieder. Das ist mein Candle Warmer. Special Edition sozusagen, weil in Gold gibt es die ja gar nicht zu erwerben. Meiner ist aber Gold, haha. Ich habe den mal selber angesprüht. Ich habe mir den nämlich in Schwarz geholt. Ich weiß nicht, sieht man das noch? Hier unten sieht man es, er war schwarz. Aber Schwarz hat nicht in die Deko gepasst. Deswegen hatte ich ihn irgendwann mal mit so, ja, Sprüh-Dingsbums einfach angesprüht. Ja, deswegen ist meiner Gold. Also ja, ich weiß nicht, ob das sicherheitskonform ist oder wie auch immer, aber bis jetzt gab es keine Probleme, also von daher bitte nicht nachmachen und wenn, dann nur auf eigene Gefahr. Ja, mich hatte das nämlich interessiert, ob die Homeworks-Kerzen hier reinpassen. Ich habe nämlich die Laterne und dann habe ich noch die Beacon, aber da passen ja nur die 3 Dochter drunter. Also ich glaube nicht, dass die da drunter passen wird.
Zumindest von der Breite nicht. Also das glaube ich nicht. Deswegen gucken wir jetzt einfach mal, ob sie hier reinpassen. Das wäre ja ganz cool eigentlich, wenn man sie warmern könnte, oder? Also so von der Breite passen sie auf jeden Fall nicht. Also wenn ich sie so quer reinstelle, dann geht's. Aber ich kriege sie nicht umgedreht. Okay, sie passen leider nicht. Schade. Okay, also muss ich sie wohl oder übel abbrennen. Was aber nicht schlimm ist, wie gesagt, weil, ja, wie gesagt, ich schon gehört habe, es wird gerade voll dunkel, oder? Soll ich eben das Licht anmachen? Moment. So ist besser, oder? Wenn es gleich wieder heller wird, dann kann ich das ja wieder ausmachen. Dann kann ich das Licht ja wieder ausmachen, ne? Naja, jedenfalls, also sie passen nicht unter die Laterne. Schade. Aber, ja, ich werde sie dann einfach, ne, brennen müssen. Aber ist ja jetzt auch erstmal nicht schlimm, weil sie sollen ja angeblich sehr gut abbrennen. Also, falls ihr da Erfahrungswerte habt, könnt ihr mir das auch gerne nochmal in die Kommentare schreiben. Ich habe das Gefühl, ich sitze nicht mittig, oder? Besser so? Okay. Ja, fangen wir mal an. Womit fangen wir denn an? Oh mein Gott. Ich würde sagen, wir arbeiten uns einfach von links nach rechts. Oder andersrum, von rechts nach links. Die erste Kerze, die ich hier in meinen Händen halte, ist die Coconut Cake. Und wie gesagt, ich habe sehr viel Food bestellt und bei Coconut Cake dachte ich mir, oh, so ein leckerer, sahniger Kuchen mit Kokosnuss. Oh, also ja, wer sowas mag, der wird hier wahrscheinlich auf seine Kosten kommen, weil... Also ich finde das übrigens ganz schön. So sieht der Deckel aus, ne? So mit dem Logo. Dann ist hier nochmal so ein Sicherheitsplastik drauf. So. Und dann ist da nochmal ein Sicherheitsplastik drauf. So. Sieht man das? Ja. Und da ist dann der Vierdochter. Das finde ich eigentlich ganz schön gemacht so. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, ist das Sojawachs oder ist das Paraffinwachs? Nee, also ich weiß leider nicht, ob das Soja oder Paraffinwachs ist. Wenn ich es rausfinde, schreibe ich es euch hier mal hin, aber... Ich vermute mal Paraffin, oder? Ich weiß es nicht. Es könnte aber auch Soja sein, so von der Optik. Oder so eine Mischung vielleicht. I don't know. Naja, jedenfalls der Coconut Cake. Habe ich ihn euch eigentlich gezeigt? Also so sieht er aus. Mit so einem richtig leckeren Kokosnuss-Sahne-Vanillekuchen vorne drauf. Ja, und das Erste, woran ich gedacht habe, als ich an der Kerze gerochen habe, war Raffaello. Das riecht für mich einfach nach so einem richtig leckeren Raffaello. Auch eher nach dem Inneren von dem Raffaello. Und dann eben mit den Kokosnussraspeln. Oh, das ist so lecker. Also ich rieche auch keine Maginote. Er ist sehr vanillig. Also es ist eine schöne, schlotzige, foodige Vanille. Mit ganz leckerer, süßer Kokosnuss dabei. Ja, Schlagsahne vielleicht auch irgendwie so, Buttercreme, Schlagsahne irgendwie so. Oh, die ist so lecker. Und das war auch die Kerze, wo ich am positivsten überrascht war, als ich an ihnen gerochen habe, als sie gestern kam. Bei dem war ich direkt so, oh, oh, ich habe Bock auf eine fette Torte. Ja, also wirklich ein sehr, sehr schöner Duft. Und ja, ich kann es gar nicht abwarten, sie dann endlich mal zu brennen. Also Coconut Cake gefällt mir schon mal sehr gut. Also wer auf Kokosnuss steht, also man muss die Kokosnuss, glaube ich, schon mögen, weil man riecht sie auf jeden Fall. Und eben auf so schlotzige, sahnige, vanillige Food-Düfte steht. Schaut euch mal Coconut Cake an. Und was ich auch ganz cool finde, hier auf dem Label ist das ein bisschen wie bei Bath & Body Works gemacht, weil hier oben steht, was, also nach was die Kerze riechen soll. Das finde ich ganz cool. Also dieser riechen nach getoasteter, also ne, so geröstete Kokosnuss, Kokosnussmilch, ja, es ist auf jeden Fall so eine süße, foodige Kokosnuss, dann Whipped Cream, also Schlagsahne, Buttercream Frosting, ja, also es ist doch Buttercreme drin, gebackener Kuchen und Pekan. Oh, okay, also die Pekannuss. Die nehme ich als solches jetzt aber nicht unbedingt wahr. Also vielleicht verleiht ihr nochmal so ein bisschen was nussig-cremiges, aber also ich rieche jetzt nicht an der Kerze und denke, oh mein Gott, Pekannuss. Aber ja, es ist ein sehr schlotziger, dekadenter, foodiger Kokosnussduft, was mir sehr gut gefällt.
So, dann machen wir jetzt mal weiter. Ich glaube, die machen wir auch hintereinander. Das macht nämlich thematisch auf jeden Fall Sinn. So, jetzt kommen wir nämlich wieder zu einem Cake- oder Cupcake-Duft, nämlich Limoncello Cupcake. Ich habe mir nämlich zwei zitrische Food-Düfte bestellt. Könnte man sich jetzt auch fragen, muss das sein? Aber ich liebe einfach, das ist wirklich so eine Obsession von mir, foodige, zitrische Düfte. Also ich mag ja auch den Lemon Cake Pop so gern von Bath & Body Works und den Lemon Vanilla Cake Batter von Goose Creek, ich glaube, der heißt so. Und es gibt von Goose Creek auch einen Lemon Cake Pop. Heißt der auch Lemon Cake Pop? Ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall, oh, solche Düfte, die sind einfach so, oh, give me more, ne? Deswegen muss der Limoncello Cupcake auf jeden Fall auch mit. Hier soll drin sein. Limoncello, sizilianische Zitronen, gesüßte Zitronen, Sparkling Sugar, cremige Vanille und French Butter. Also französische Butter. Ist das die Übersetzung für French Butter? I don't know. Ja, und hier erwartet euch auf jeden Fall auch ein sehr leckerer Food-Duft. Oh, er ist auf jeden Fall sehr, also die Zitrone ist sehr stark im Vordergrund. Aber es ist eben eine süße Zitrone. Es ist jetzt nicht diese, ne, so Zitrone, sondern wirklich so gesüßt und ganz viel Zucker. Sie hat auf jeden Fall auch was Spritziges, also eine spritzige, süße Zitrone. Ich muss sagen, den Cupcake an sich, war doch, ne? Cupcake, ja. Also den Cupcake an sich nehme ich jetzt so erstmal gar nicht unbedingt wahr. Also das habe ich bei dem Coconut Cake auf jeden Fall mehr gehabt, diesen Kuchenmoment. Das habe ich hier tatsächlich nicht so. Hier habe ich eher wirklich diese süße, also diese süß-saure Zitrone. Ja, mit ein bisschen, ja, ein bisschen Teig oder Cupcake schwingt schon mit, aber ich würde sagen, die ist wirklich eher im Hintergrund. Ja, und ich muss auch sagen, die Limoncello-Note, das ist ja so ein Likör, ne, so ein Zitronenlikör. Also ich nehme jetzt nichts Alkoholisches wahr. Das nicht. Also es ist wirklich eher so was Süß-Saures mit ein bisschen Cupcake. Also alkoholisch riecht er nicht. Also falls ihr da irgendwie Angst habt, dass dieses Alkoholische irgendwie zu sehr durchkommt. Also zumindest kalt geschnuppert rieche ich das ehrlich gesagt. Wo ist der Deckel? Hier. Also das rieche ich jetzt im Kalten erstmal nicht. Irgendeine alkoholische Note, muss ich sagen. Nö. Aber auch sehr yummy. Ich bereue es nicht, sie mitgenommen zu haben. Ja, und der zweite zitrische Duft, den ich mir da noch gegönnt habe, war der oder ist der Pink Lemon Shortbread. Der sieht so aus. Und da soll drin sein, pinke Zitrone, Vanilla Shortbread. Also Shortbread ist ja irgendwie sowas. So ein Gebäck, so was Gebäckartiges aus Schottland, wenn ich da richtig informiert bin. Dann wieder die gezuckerte Zitrone und Buttercream, ne? Also die gute alte Buttercreme. Also ich glaube, diese Kekse, die hier auch abgebildet sind, ist das nicht, also diese Shortbreads, ja. Es wird irgendwas aus Eiern, Mehl und Milch sein, keine Ahnung. Also wir sagen jetzt einfach mal ein Zitronenkeks, ja. Ja, ich bin sehr gespannt. Ach, ja, also ich muss sagen, im direkten Vergleich gefällt der hier mir tatsächlich noch ein bisschen besser, weil hier die Gebäcknote einfach mehr durchkommt. Bei dem Limoncello Cupcake fehlt mir das tatsächlich so ein bisschen, diese Gebäcknote. Das ist für mich wirklich eher ein zitrischer, süßer Zitronenduft. Und das ist für mich ein Zitronengebäckduft. Also ja, die Gebäcknote kommt hier einfach viel mehr durch. Er ist auch nicht ganz so zitrisch, also nicht ganz so sauer, süß-sauer wie Limoncello Cupcake. Vielleicht liegt es auch an dem Limoncello tatsächlich, dass der Limoncello Cupcake eben ein bisschen spritziger, säuerlicher ist. Das ist der hier nicht, der ist wirklich eher süß. Süß-zitronig mit ganz viel, ja, so Teig. Ne, das, was ich eben so gerne mag, so Gebäck, Teig. Ich würde schon fast behaupten, man riecht wirklich so diesen rohen Keksteig,
oder Kuchenteig, den du so anrührst und ja, kurz bevor er in den Ofen geschoben wird sozusagen. Ich finde, das kommt hier sehr stark durch. Eben mit dieser süßen Zitrone dabei. Oh. Ja, also wer auf gebäckartige Zitronendüfte steht, schaut ihn euch an. Er geht für mich schon in eine ähnliche Richtung wie der Lemon Cake Pop. Und zum Vergleich hole ich mal eben die Lemon Cake Pop. Moment. Ja, da bin ich wieder. Ich habe auch das Licht wieder ausgemacht. Ich glaube, jetzt geht's wieder, ne? Also das ist die Lemon Cake Pop von Bath & Body Works. Und wie gesagt, ich finde, die gehen schon in eine ähnliche Richtung. Also hier ist auch drin Zitronenglasur, Vanilla Cake Pop und gezuckerte Kristalle. Oh, so lecker. Und hier nochmal der Pink Lemon Shortbread. Also ich würde sagen, sie gehen schon in eine ähnliche Richtung. Sie sind jetzt nicht absolut identisch. Hier würde ich sagen, kommt der Vanille Cake Pop einfach noch mehr durch. Also der ist ein bisschen vanilliger, der von Bath & Body Works. Ja, das ist eher so eine vanillige Zitrone und das ist eher eine gezuckerte Zitrone mit Kuchenteig. Also eher die, also hier, ne, denn die Homeworks Kerze ist nicht ganz so vanillig. Da ist der Lemon Cake Pop auf jeden Fall vanilliger. Aber von der Grundrichtung her würde ich sagen, gehen sie schon in eine gleiche Richtung. Also wer es eben ein bisschen vanilliger mag, der könnte dann auf die hier zurückgreifen. Und wer es halt nicht ganz so vanillig, aber trotzdem süß-gebäckig mag, der könnte sich die Kerze auf jeden Fall mal angucken hier von Homeworks. Die Pink Lemon Shortbread. Lecker, 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 oder? Oh, dich könnte ich auch mal wieder warmen. Oh, so lecker. Ja, dann machen wir mal schnell weiter, weil wir haben ja noch ein bisschen was vor uns. Und ich habe das Gefühl, ich rede schon wieder viel zu lange. Übrigens, apropos, ich habe doch letztens noch gesagt, ich will meine Videos nicht mehr so lang machen, ne? Und ich habe schon das Gefühl, das Video wird wieder Überlänge haben. Aber ihr hattet mir auch in die Kommentare geschrieben, das fand ich ganz süß und ganz lieb von euch. Also vielen Dank nochmal dafür, dass ihr das gerne mögt, wenn die Videos ein bisschen länger sind. Das freut mich natürlich, weil manche Themen kannst du auch einfach nicht in 20 Minuten abarbeiten. Das ist einfach so. Also gerade wenn du hier so ausführlich deine Kerzen zeigen willst, also ich könnte natürlich machen so hier, 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 ne? Das sind meine Kerzen und tschüss. Aber das bringt uns ja nicht weiter, ne? Deswegen müssen manche Videos auch einfach ein bisschen länger gehen. Genau, jetzt haben wir die Blueberry Lavender Cupcake. Und hier war ich sehr gespannt, weil ein Foodduft mit Heidelbeeren und Lavendel, da dachte ich so, also entweder richtig, richtig, richtig lecker oder es wird eher so ein kleiner Flop. Also ich war mir nicht sicher. Also hier soll drin sein, also Blueberries, Lavender Springs, Whipped Buttercream Frosting und Vanilla Cupcake. Also es ist auf jeden Fall Lavendel gelistet. Lavender Springs. Ne, da steht gar nicht Springs, da steht Sprigs. Sprigs. Was heißt denn Sprigs? Ich frage mal eben mein schlaues iPad. Und ich frage mal Siri. Hey Siri, was bedeutet Sprigs auf Deutsch? Tut mir leid, ich kann noch nicht in diese Sprache übersetzen. Das ist Englisch, Siri. Warum kannst du das nicht? Na gut, dann fragen wir das schlaue iPad. Oh, es bedeutet Lavendelzweige. Okay, also Sprigs bedeutet Zweige. Da sieht man das. Ja, okay, alles klar. Also Lavendelzweige. Könnte theoretisch ja auch ein bisschen krautig dann sein. Oder ein bisschen holzig. Ja, schauen wir mal. Also. Wir nehmen das gute Stück hier wieder ab. Ja. Also ich hatte an der Kerze gestern schon geschnuppert, aber ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber wenn man so jeden Duft einmal so ganz schnell durchschnuppert, also ich habe mir nicht so die Zeit genommen, intensiv an ihn zu schnuppern, ne? Also deswegen, das ist jetzt quasi das erste Mal, dass ich so richtig meine Nase reinhalte. Also gestern habe ich sie einfach nur einmal kurz, ne, so aufgemacht, okay, und wieder zugemacht, weil ja, ich wollte mich
nicht so, ne? Ich wollte es mir aufsparen fürs Video. Ja, also ich muss sagen, die Blaubeeren stehen schon sehr im Vordergrund. Ich bilde mir aber ein, eine leicht krautige Lavendel zu riechen. Also eine süße Blaubeere mit einer leicht krautigen Lavendel, würde ich sagen. Und dann eben noch so ein Cupcake. Das war doch ein Cupcake, oder? Ja, doch. Also mit so einem Cupcake dabei. Aber ich würde sagen, es ist eher ein Blaubeer-Cupcake mit ein bisschen vielleicht so Lavendelknospen, die dann so, ne, so ein bisschen drüber gestreut wurden. Das ist jetzt kein Lavendelduft, ne? Nee, das ist ja nicht. Also ich finde, die Lavendelnote schwingt eher so ein bisschen im Hintergrund mit, gibt so ein bisschen was, ja, Florales, Kräuteriges, sowas halt mit rein. Bei kräuterig, nein, also eher was, ja, so floral, ja, wie so eine Lavendel halt riecht, ne? Ihr wisst, was ich meine. Ja, aber sie ist wirklich eher im Hintergrund. Und dann eben der Blaubeer-Cupcake. Und die Blaubeeren sind auch richtig schön süß und reif, also die sind nicht irgendwie säuerlich oder muffig, würde ich sagen, sondern wirklich so frisch und yummy. Ich muss aber ganz ehrlich auch dazu sagen, es ist jetzt nicht meine liebste Kerze. Also dafür, dass ich so, ja, also ich habe halt gelesen, Lavendel, okay, musst du haben. Also dafür, dass ich halt ja schon hohe Erwartungen hatte, muss ich sagen, haut sie mich jetzt nicht so um. Ach, hier riecht man auch ganz stark die Blaubeeren. Also sie ist schön, aber ich glaube, ich weiß jetzt schon, ich würde sie mir nicht unbedingt nochmal kaufen. So. Ja, gucken wir mal. Aber vielleicht überrascht sie mich ja auch nochmal, wenn ich sie abbrenne. Wer weiß. Wer weiß. Schauen wir mal. Schauen wir mal. Dann, ne, sehen wir schon. So, dann die nächste Kerze. Die sind aber auch schwer, ne? Meine Güte. Das Paket war auch so unfassbar schwer. Der arme, was war das? DPD, glaube ich, ne? Der arme DPD-Fahrer, der kennt das aber auch nicht anders. Weil immer die schweren Sachen, die ich so bestelle, also zum Beispiel, wenn ich für Burchins Wax mal jetzt irgendwie Kartons bestelle oder so Füllmaterial, das wird komischerweise immer mit DPD geliefert. Und der arme Bursche, ne, der ist auch erst, ich weiß nicht, 25 oder so, der ist noch ganz jung. Der muss das dann immer hier die Auffahrt hochschleppen. Und er ist aber so lieb, er schleppt das dann auch immer in den Flur noch mit rein. Ne? Also, das finde ich irgendwie voll lieb. Also, das macht eigentlich gar keiner. Außer er. Das finde ich irgendwie ganz süß. Naja. Jedenfalls die nächste Kerze, Toasted Vanilla Cupcake. Also ihr seht schon, es ist sehr foodlastig, ne? Und viel Cupcake und so ein Zeug. Aber ja, wie gesagt, ich liebe solche Düfte einfach. Und das war ein Duft, den habe ich erst in der zweiten Runde mitbestellt, weil ich mir nicht sicher war. Weil ich mag zwar vanillige Düfte sehr. Ich mag auch Cupcake und sowas sehr gerne. Das Toasted hat mich ein bisschen abgeschreckt, weil es gibt halt zwei Möglichkeiten. Entweder riecht das wie Toasted Marshmallow zum Beispiel. Das ist einfach so ein bisschen so was Rauchiges, Röstiges, so also ein Röstaroma mit reingibt. Oder es riecht halt wirklich so dass du denkst so, oh, die Vanille wurde ein bisschen zu lange geröstet. Ne? Also das ist halt immer so, ja, und ich konnte es halt auch nicht einschätzen, weil ich Homeworks halt noch nie gerochen habe. Ne? Deswegen wusste ich nicht, wie das Toasted bei Homeworks eben umgesetzt wird. Ja, okay, so voll das lange Intro. Ja, ich muss sagen, das ist nicht mein liebster Toasted-Duft. Also, ich glaube, es ist schon fair zu sagen, dass das meine am wenigsten favorisierte Kerze aus der Bestellung ist. Also, die würde ich tatsächlich auf den letzten Platz setzen. Ja, einfach aus dem Grund, dass dieses Toasted mir zu toasted ist. Also es ist kein angenehmer Toasted-Duft. So für, ja, ich weiß nicht, ob ihr versteht, was ich meine. Ja, so ein bisschen weniger getoastet hätte ihr auch ganz gut getan. Also hier soll drin sein Vanille, Karamell, Zucker, also Zucker, Creme, wahrscheinlich irgendwie so Buttercreme und Vanille. Schote, also Vanilla Bean. Ja. Also,
Wir wollen sie ja nicht schlecht reden. Also sie riecht auf jeden Fall vanillig. Ich würde mal behaupten, man riecht auch Karamell. Es ist für meine Nase aber kein Maggi. Es ist wirklich eher so ein süßer Vanille-Karamell-Cupcake-artiger Karamellduft. Ja, wobei, je länger ich dran rieche, desto mehr kommt die Karamellnote schon auch durch. Also die ist schon gut wahrnehmbar. Muss man schon sagen. Ja, und dann eben dieser süße, foodige, sahnige, schlotzige Vanilleanteil. Ja, und dann halt eben noch dieses Toasted, dieses Getoastete. Das stört mich, glaube ich. Ich glaube, das stört mich. Toasted Vanilla Cupcake. Also, wird es mein liebster Vanilla Cupcake Duft? Definitiv nein. Ist er jetzt voll eklig? Nein. Werde ich ihn mit Freude brennen? Gucken wir mal. Das weiß ich noch nicht. Also er ist im Moment so wirklich, ja, schon auf dem letzten Platz, würde ich sagen. Also ich würde mir auf jeden Fall nicht nochmal bestellen, sagen wir mal so. Aber er ist jetzt auch nicht so schlimm, dass ich sage, ich muss sie verkaufen oder so. Das jetzt auch nicht. Es ist irgendwas dazwischen. So, ja, irgendwas dazwischen. Sie ist nicht schlecht, aber sie ist auch nicht super, super yummy. Also wenn ihr hier einen super leckeren, auch wie es abgebildet ist, so ein Buttercreme-Frosting-Cupcake mit ganz viel Vanille erwartet, ja, ist es für meine Nase nicht. Ja, genau. Dann machen wir mal weiter mit diesem Brocken hier. Strawberry Glazed Cupcake. Auch wieder super, super yummy. Das ist auch eine Kerze, die ich in der zweiten Runde erst mitbestellt habe, weil ich den eigentlich gar nicht mitbestellen wollte. Okay, also warum hast du ihn dann bestellt? Ja, weil ich hatte ja auf Instagram gefragt, ob ihr Homeworks-Duftempfehlungen für mich habt. Und das war tatsächlich der Duft, der am meisten genannt wurde. Also dieser Strawberry Glazed Cupcake wurde am meisten von euch mir empfohlen. Also danke nochmal dafür. Und ja, wie gesagt, dann in der zweiten Runde dachte ich mir, okay, wenn der so toll sein soll, ja, dann bestellst du ihn jetzt halt auch mal mit. Und er hat dann mit dem Rabattcode eben auch nur noch, ich glaube, 26 Euro oder so gekostet, weil normalerweise kosten die ja 35 Euro. Und es gibt die Homeworks-Kerzen, glaube ich, aber auch in anderen Shops. Also ich habe die, glaube ich, auch bei Candle Dream oder Duft und Raum? Irgendeiner von diesen Shops hat auf jeden Fall auch Homeworks. Und ich meine, Geschenke Trends 24 hat auch Homeworks. Aber ich bin mir nicht zu 100% sicher. Also am besten googelt es einfach und ja, sucht euch den Shop eures Vertrauens aus. Aber wie gesagt, ich habe bei Candle Warmers Shop bestellt. Genau, also Strawberry Glazed Cupcake. Es ist übrigens unbezahlt, eine unbezahlte Werbung. Ich habe da nichts für bekommen. Ich musste das alles selber bezahlen, ja. Genau, also, oh, ja, ich kann es verstehen. Ich kann es verstehen, warum ihr ihn so oft empfohlen habt. Oh mein Gott, das ist so ein leckerer Duft. Wer Angst vor Erdbeerdüften hat, weil die ja oft, also gerade bei Scentsy, finde ich, riechen Erdbeerdüfte schnell mal muffig, säuerlich, nicht so lecker. Aber ich muss sagen, hier, oh mein Gott, so ein leckerer, authentisch. Okay, das nehme ich zurück. Er ist nicht authentisch. Er ist sehr süß, Bonbon, also Bonbon-artig, eher künstlich. Also wie komme ich überhaupt auf authentisch? Also authentisch ist er eigentlich nicht. Er ist eher künstlich süß. So ein bisschen wie ein Kaubonbon. Also so eine Erdbeere ist das. Also wirklich wie so ein Mao-Am-Erdbeere. Und dann aber eben mit dieser schlotzigen, leckeren Foodie. War das Cupcake auch wieder? Ja, irgendwie ganz viele Cupcake-Düfte diesmal dabei. Ja, also ja, diese Teignote ist auf jeden Fall auch dabei. Dann habt ihr die Glasur, die Vanille, dieses Schlotzige einfach. Oh Gott, ist der lecker. Oh. Ja. Ganz toll. Ganz, ganz toll. Also wie ich ja gerade schon gesagt habe, süß, künstlich, Kaubonbon-artig, also die Erdbeernote ist süß, Kaubonbon-artig und so weiter.
Dann nochmal mit der Vanille dabei, dieser Cupcake dabei, also was dem Ganzen nochmal so was Gebäckartiges verleiht. Oh. Auf den freue ich mich schon richtig, richtig doll. Also, ja. Ah, okay. Also hier soll drin sein, süße Erdbeeren, Vanille-Cupcake, Kokosnusscreme und whipped, ne, hier so geschlagene Buttercreme. Okay, also Kokosnuss muss ich sagen. Nee. Nee, nee, ich rieche keine Kokosnuss. Also zumindest so jetzt kalt geschnuppert. Nicht, vielleicht kommt die ja, sagt die ja warm, dann kurz Hallo, aber ist jetzt kein Erdbeer-Kokosnussduft. Es ist wirklich ein Erdbeerduft. Aber ein sehr leckerer Erdbeerduft. Oh mein Gott, ja. Sehr schön, da freue ich mich, dass ich mir den zugelegt habe. So, dann kommen wir mal zu der hier. Oh, das sind aber auch schwere Brocken hier, meine Güte. Das ist eine Special Edition. Ja, irgendwie. Ich vermute mal, mit dem Kauf dieser Kerze supportest du halt diese Organisation, die sich nennt Next for Autism. Also setzt sich für autistische Kinder, vermute ich mal ein. Wenn man sich das so anguckt, die gemalten Sachen würden wahrscheinlich für Kinder sein. Okay. Das ist eine Organisation, die gegründet wurde von Harry Slatkin selber. Also Harry Slatkin ist der, ja, Besitzer dieser Firma oder wie auch immer, Geschäftsführer. Und Laura Slatkin ist wahrscheinlich seine Frau. Glaubt, dass Menschen mit Autismus ein fulfilltes, also ein erfülltes Leben haben sollten und unterstützt werden sollten und in ihrer Community sich connecten sollten. Okay, schön, freut mich. Also ja, wirklich, also das finde ich schön, dass die da sowas ins Leben gerufen haben. Super. Vielleicht haben sie ein autistisches Kind oder so, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall die Kerze, habe ich euch jetzt noch gar nicht gesagt, ne? Also das ist die Chocolate Chip Banana Pancakes. Also ein Schoko-Bananen-Pancake-Duft. Riecht nach frischer, reifer Banane. Dark Chocolate Chips, Vanilla Pancake Batter, also der rohe Pfannkuchenteig. Und dann nochmal braune Butter. Das riecht ja schon so. Also das klingt ja schon so lecker, ne? Oh. Ja. Also ich muss sagen, im Deckel riecht er schokoladiger. Also ich finde, im Deckel riecht man wirklich diese Chocolate Chips. Und eine ganz, ganz authentische. Es ist keine Schaumbanane, es ist wirklich eine authentische, reife Banane. Wie wenn du gerade Bananenkuchen machen willst. Und dann zerquetscht du die Bananen mit der Gabel und dieser Geruch, der dann so hochkommt, dieser Geruch ist hier drin. Wahnsinn. Und hier finde ich, an der Kerze selber riecht man wirklich diesen rohen Pancake-Teig. Ne? Also so, ja, einfach so ein Teig mit der Banane dabei. Ja, wie gesagt, hier rieche ich die Schokolade nicht so. Oh, aber sehr lecker. Sehr lecker. Da kriege ich direkt Bock auf Pfannkuchen. Oh, sehr lecker. Also ich bin froh, dass ich sie bestellt habe. Ich wusste nämlich nicht so genau, soll ich sie holen oder soll ich sie nicht holen. Es hätte halt auch ein Flop sein können, ne? Wenn da jetzt irgendwie so, also Pancakes kann ja auch oft so Maple-Pancake-mäßig, ne? Dass da noch so dieser Ahornsirup dabei ist oder so. Und da wäre ich, glaube ich, raus gewesen, weil diese Ahornsirup-Düfte, das ist mir meistens too much. Aber das ist hier nicht. Das ist wirklich dieser Teig, der rohe Pancake-Teig mit einer saftigen, reifen Banane dabei. Ja, und ein paar dunkle Schokoladensplitter. Der könnte auch ziemlich nice sein, muss ich sagen. Also, ja, da freue ich mich auf jeden Fall auch, dass ich sie mir geholt habe. So, und jetzt kommen wir noch zu, also wir sind jetzt noch, wir haben jetzt noch zwei Kerzen vor uns. Dann sind wir auch durch. Das sind jetzt ausnahmsweise keine Food-Kerzen.
Düfte im Sinne von, ne, so Cupcake-mäßig, sondern das sind ja eher so Sommerstrand-fruchtige Düfte. Die klangen nämlich auch so gut. Und dann dachte ich mir, oh, egal, bestellst du die auch mit. Und zwar einmal der Coconut Lychee. Also Litchi mit Kokosnuss. Und ich meine, schaut euch mal dieses wunderschöne Label an. Ist das nicht ein wunderschöner Sonnenuntergang? Also, da möchte ich bitte sofort hinreisen. Danke. Hä, wo ist denn jetzt die Schrift? Hier ist die Schrift, genau. Ja, wunderschön. Wunderschön. Also, der Duft soll riechen nach Kokosnusswasser, nach einer Litchi-Blüte, Passion Flower und Refreshing Melon. Also hier, ne, so eine Melone. Und als ich Passion Flower gelesen habe, war es eigentlich schon um mich geschehen, weil ich liebe ja von Bath & Body Works die Passion Fruit Banana Flower so gerne. Und dachte ich mir so, jo, wenn das nur ansatzweise in diese Richtung geht, haben sie schon mein Herz erobert. Ne? Also Coconut Lychee, ich finde das auch wunderschön, dass die Farbe auch so ganz zart rosa ist. Sieht man das? Es ist so ein ganz zartes Rosa. Oh mein Gott, so schön. Ja, ah, der ist schön. Der ist wunderschön. Ja, also das Erste, was euch entgegenkommt, ist auf jeden Fall die Kokosnuss. Das ist eine ganz, ganz tropische, exotische, leckere Kokosnuss. Das ist jetzt auch keine foodige Kokosnuss. Ne? Das ist jetzt nicht so wie bei Coconut Cake, dass der so, ne, so ein Foodie ist, sondern wirklich so sommerlich, Strand, exotisch, ja, wie das Label das eigentlich auch schon widerspiegelt. Ja, und dann schwingt da auf jeden Fall noch was Fruchtiges mit. Und ich würde mal behaupten, das Fruchtige kommt wirklich von der Passion Fruit. Oder Passion Flower. Die Melone rieche ich als solches ehrlich gesagt nicht raus. Für mich ist das eher ein ganz exotisch leckerer Kokosnussduft. Ich habe das Gefühl, es wird schon wieder so dunkel hier. Also ganz leckerer Kokosnussduft mit dieser Passion Flower dabei und die Litchis. Wobei die Litchis als solches rieche ich jetzt auch nicht unbedingt raus. Es ist für mich eher so eine fruchtige Mischung, die da mitschwingt. Mit so ein paar exotischen Blumen, die da vielleicht noch so blühen. Aber jetzt nicht floral, sondern ja wirklich eher so wie so ein Fruchtbaum, der gerade ja seine Früchte wachsen lässt am Baum. Oh, ich finde den ganz toll. Ich finde den ganz toll. Es ist auf jeden Fall ein Kokosnussduft. Also die Kokosnuss steht im Vordergrund. Wird aber ganz toll abgerundet durch ja so fruchtig, blütenbaumartigen Düften, die da noch mitschwingen. Wobei, je länger ich dran rieche, ich habe irgendwie das Gefühl, es gibt von Goose Creek eine Sommerkerze, die irgendwie auch so riecht. Aber meint ihr, ich komme da jetzt drauf? Nee, ich weiß es nicht. Es könnte sein, dass es so einen Duft auch bei Goose Creek gibt, aber ich könnt euch jetzt nicht sagen, welcher Duft. Ja, es ist irgendwie ein Fremder, ein weiter Fremder, aber irgendwie kommt er dir auch bekannt vor. Kennt ihr das? So irgendwie ist er unique, aber irgendwie kommt er mir dann doch wieder so ein bisschen bekannt vor. Oh, aber er ist wunderschön. Er ist wunderschön, also ja, auf jeden Fall kein Fehlkauf. Und dann kommen wir auch schon zur letzten Kerze. Mein Gott, wir haben aber auch viel geredet heute. Die Hawaiian Island. Die sieht so aus. Auch wieder mit einem wunderschönen Label. Soll wahrscheinlich Hawaii sein. ja, warte mal, wo ist denn jetzt hier? Da. Genau, also Hawaiian Island. Soll riechen nach Tropical Papaya. Wieder die Passion Flower. Coconut Water und Pineapple Leaf. Also wir haben Papaya,
Passionflower, Kokosnuss und Ananas. Und da dachte ich mir so, ja, Kokosnuss mit Ananas und Papaya. Also ich mag Papaya-Düfte ja auch sehr gerne. Ja, deswegen war ich umso gespannter, wie dieser Duft jetzt riechen wird. Hawaiian Island. Ja, also auf jeden Fall ganz anders als Coconut Liché. Ich finde, bei Coconut Liché kommt auf jeden Fall die Kokosnuss viel, viel, viel stärker durch. Hier ist es tatsächlich eher die Papaya mit der Passionflower, mit der Ananas, die im Vordergrund steht. Und die Kokosnuss schwingt da einfach nur so ein bisschen mit hinten dran. Also die ruft so von hinten, wartet auf mich! Ja, es ist kein reiner Kokosnussduft. Also nicht so kokosnussig wie der Coconut Liché. Der ist viel, 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 viel kokosnussiger. Das ist dieser hier nicht. Der ist eher fruchtig, aber auch nicht so bam-fruchtig, sondern so ganz cremig irgendwie abgerundet dabei. Oh, der ist richtig schön. Ganz toller Duft, ganz toller Duft. Die Ananas steht auch nicht so im Vordergrund, muss ich sagen. Also ich rieche tatsächlich eher die Papaya und die Passionflower. Und dann irgendwie so die Kokosnuss ruft dann so, hey, wartet auf mich. Und dann ganz hinten, ne, die Ananas ist echt so ganz hinten, die haben sie schon fast vergessen, die ruft dann von hinten auch so, wartet auf mich. Und dann so, mich. Ich hoffe, ihr versteht, was ich meine, ja. Ja, aber auch wieder ein ganz toller Duft. Also ich kann mir auch vorstellen, dass es auf Hawaii wirklich so riecht. Oh, ganz toll. Der ist ein bisschen unaufgeregt, würde ich sagen. Also der schreit nicht, hallo, hier bin ich, sondern ich glaube, das ist ein schöner Duft, wenn du jetzt gerade nicht weißt, worauf du Bock hast oder ja, du weißt nicht, was du heute düfteln sollst oder du willst auch gar nicht sowas mega Schweres düfteln, dann ist, glaube ich, der Hawaiian Sunset echt genau das Richtige. Weil er nicht so, also weil der so unaufgeregt ist. Ich glaube, das wird ein schöner Sommerduft diesen Sommer für mich. Hawaiian Island gefällt mir auch sehr gut. Ja, und damit sind wir auch schon wieder durch. Das waren meine neuen Homeworks-Kerzen. Ich bin sehr gespannt darauf, sie dann demnächst auch alle mal anzubrennen und abzufackeln. Ich bin sehr gespannt darauf, wie sie performen werden, wie die Intensität sein wird, vor allem hier im Wohnzimmer. Ich finde, im Wohnzimmer ist es halt immer so der Struggle, weil es muss halt einen riesigen Raum beduften, ne? Weil wir haben ja Wohn- und Essbereich in einem. Und da bin ich mal gespannt, ob eine Homeworks-Kerze das schaffen wird, den ganzen Raum zu beduften. Und ja, also ich bin sehr zufrieden mit meiner Bestellung, muss ich sagen. Wie gesagt, es gibt nur einen einzigen Duft, wo ich mir noch nicht so sicher bin und das ist der Toasted Vanilla Cupcake. Aber ansonsten muss ich sagen, haben sie mir alle wirklich sehr, sehr gut gefallen. Mein Favorit? Tja, gute Frage, ne? Mein Favorit wäre wahrscheinlich... Ich weiß es nicht! Ah! Also ich glaube, ich mache mal eine Top 3. Also meine drei liebsten Düfte aus dieser Bestellung wären wahrscheinlich... Einmal der Coconut Cake, einfach weil er so mega Kokosnuss, schlotzig, dekadent, wie so ein Raffaello riecht, also ganz, ganz lecker. Dann wäre wahrscheinlich Strawberry Glazed Cupcake noch in meinen Top 3, einfach weil der so lecker riecht. Oh, also ja, ganz, ganz toll. Und der dritte im Bunde wäre wahrscheinlich Pink Lemon Shortbread. Also das wären, glaube ich, so meine drei Favoriten. Was aber nicht heißt, dass die anderen nicht trotzdem schön sind. Ne? Aber ich, ja, wenn man sich entscheiden müsste, wären das wahrscheinlich meine drei Favoriten. So, und jetzt seid ihr dran. Erzählt mir doch mal, habt ihr schon Erfahrung mit Homeworks und wie findet ihr die Marke? Wie gesagt, ich bin sehr gespannt, sie mal warm zu testen und bin ein bisschen traurig, dass sie nicht in den Candle Warmer passen, in die Laterne. Aber egal. Und ja... Schreibt mir gerne eure Erfahrungen, das würde mich wirklich interessieren. Und dann würde ich sagen, danke fürs Einschalten und wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Also macht's gut, bis dann!